Die Wasserballerinnen aus der Hauptstadt gewinnen auch das zweite Halbfinalspiel gegen SV Blau-Weiß Bochum und erreichen somit frühzeitig das Finale um die 39. Meisterschaft. Es war ein wichtiges Spiel, weil wir noch viele Sachen ausprobieren konnten, die wir jetzt in der Finalserie dann umsetzen können. Das Team von Marco Stamm verzichtet bei dieser Partie auf Stammspielerinnen wie Nadine Hartwig, Anja Ollenburg und Kapitän Bellen Vosberg, um den jüngeren Spielerinnen viel Einsatzzeit zu geben. Diese wird genutzt, auch wenn die Berlinerinnen mit den schwarzen Kappen zunächst mit einigen Startschwierigkeiten wie auch der Gegner zu kämpfen haben. Aber Emma Koch unterbindet diese mit dem ersten Treffer für die Spandauerin in der heimischen Schwimm- und Lehrsporthalle Schöneberg. Im zweiten Viertel legen die Spandauerinnen den Grundstein, spielen ihre Stärken aus und zeigen, warum gerade sie als Tabellenführer in die Playoffs eingezogen sind. Zur Halbzeit steht es 5:3 für die Wasserfreunde. Wir haben uns trotzdem deutlich abgesetzt und man hat gesehen, wer am Ende führen wird, meiner Meinung nach. Das dritte Viertel verläuft relativ konstant auf beiden Seiten. Aber im letzten Durchgang geht es noch einmal zur Sache. Die Gäste können bis kurz vor Schluss mit 4 Treffern auf 8:11 verkürzen. Das ist auch der Endstand an diesem Tag. Mit jeweils 3 Treffern sind Lynn Krukenberg und Mariam Salum beste 04-Torschützinnen. Ich glaube, wir sind sehr gut vorbereitet. Wir sind ein starkes Team, wir sind gut trainiert und wir haben guten Mannschaftsgeist. Im Finale der 39. Meisterschaft können sich alle Wasserballfans auf ein Top-Duell freuen. Der Triple-Sieger und Pokalsieger aus Spandau trifft auf den Finalteilnehmer von 2019, SV Bayer Oerding. Für den 12. Juni ist das erste Finalspiel zwischen beiden Teams angesetzt. Die Spandauer Frauen müssen dabei zunächst nach Krefeld-Oerding reisen, um den erneuten Gewinn der Meisterschaft perfekt zu machen.